Ja, das ist doch auch Beisels Standard. Ne? Ja, genau. Also Beisels Standard, der Standard von Rufen ist eigentlich eher Crom, aber hat auch einen guten Wolf. Auf jeden Fall. Aber jetzt nicht irgendwie ultra super clean, alles verläuft ineinander und weißt, er hat einfach noch nicht genug Experience, um das zu sagen. Wobei sein Wolf auf jeden Fall deutlich besser aussieht als letztes Mal. Von daher also kein leichtes Matchup für Duck Hunt. Wolf macht einfach so viel Damage, killt super früh. Die Flowcharts, ne? Also die Kombos sind krass und er ist auch nicht schlecht gegen die Dose. Also es ist auch immer so, du musst das Duck Hunt Matchup und dann das Dosen Matchup. Ja, das ist, als würdest du halt 2 gegen 1 Situation schon spielen, ne? Ja, gefühlt. Wieder. Oder generell, wenn die Dose einfach so zwischen euch liegt, wie beeinträchtigt das Match? Und bei manchen Matchups macht das alles kaputt. Also wenn du jetzt zum Beispiel Samus hast und Samus lebt davon diesen, oh guck mal hier, erster Kill für Beisel. Und Samus lebt halt von diesem Druck, den du hast, wenn der Charge-Shot langsam geladen wird und du musst auf sie zulaufen und das unterbinden und sowas. Wenn Duck Hunt dagegen spielt und da liegt einfach eine Dose zwischen euch, da ist dieser Druck nicht da. Oh, Alter, was macht dein Beißer auf einmal? Das ist mein Gott, ist das clean, what? Insane in the membrane. Ja, aber ich finde, das ist auch echt ein psychologisches Ding. Wenn du gegen einen Duck Hunt spielst mit der Dose und ich finde jetzt im Gegensatz dazu, wenn die Dose da einfach nur rumliegt erstmal für 2-3 Sekunden, die ploppt dann in deinen Kopf rauf und die kann dich so nervös machen, dass du auf einmal so komplett deinen Gameplan über den Haufen wirst und unsicher wirst. Und zu diesem Punkt darf es einfach nicht kommen. Ja, genau. Also du setzt deinen Fokus dann irgendwann auf die Dose und vergisst Duck Hunt so ein bisschen. Richtig, genau. Und das darfst du im kleinsten Fall unterschätzen. Okay, Backthrow reicht dann doch aus, um Beisel den ersten Stock zu holen. Oder zu klauen. Aber jetzt braucht es auf jeden Fall einiges an Flowcharts noch. Ja, das ist schon mal keine schlechte Idee hier. Fair Back Air. Nice. Genau das braucht er. Einfach ein paar Downfront Dash Attack, den hat man ja gesehen, paar Dash Attacks und dann kam Fair Back Air und das war ein Early Kill und genau das hat er gebraucht. Immer noch tatsächlich hinten. Oh, und der Snipe war auch einfach crazy. Ja, das ist crazy, aber trotzdem echt gut gespielt. Ja. Also gut zurückgekommen und genau das meine ich auch bei Rufen. Ne? So kann zu jeder Zeit auf einmal crazy werden und dann wird es knapp. Ja, da zeigt der alte Hund das doch nochmal, dass er da noch ganz schön scharfe Zähne hat. Oh ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal ins Silberbracket. Oh, Cruel gegen Skeddy im Losers Quarterfinals. Beide aus der gleichen Crew. Oh. War Cruel nicht der Falconi-Spieler? Ja. Genau, der ist Captain Falcon, auch schon seit Brawl und ja, auf jeden Fall legendär. Ja. Hoffentlich auch noch am Commentary. Ihr könnt auch gerne mal, falls ihr hier auf Twitch gerade zuhört, sagt mal auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr irgendein bestimmtes Commentary-Duo haben wollt. Ich meine, viele sind dann halt, halt auch noch im Bracket, aber manche dann halt nicht und dann kann man damit natürlich auch dienen. Das ist halt super auch, ne? Dass du dann halt einfach die Leute dann ranholen kannst und die nochmal mit ihrer Expertise und zu gewissen Matches oder auch vielleicht zu ihren Charakteren nochmal ein bisschen was rausholen. Oh ja, auf jeden Fall. Also die Character Knowledge, das ist immer mega cool. Das feiere ich. Na, oder wie sie jetzt manchmal haben die ja noch einen ganz anderen Blickwinkel, weil sie ja auch gegen die eben Leute spielen. Ne? Ja, safe. Ja, auf jeden Fall. Deswegen mache ich auch immer gerne Siegerinterviews, also dass man da nochmal nachfragt, aber nicht jeder ist ein Fan davon. Also wenn SDN gewinnt, dann ist meistens kein Interview. Oder der zweite wird interviewt. Das ist ja auch voll okay. Jeder macht, wie er machen will, ne? Ja, genau. Ah, hat der Chase leider nicht ganz funktionieren. Ja, und damit ist die Dose jetzt erstmal kurz aus dem Spiel raus. Aber, oh, okay. Oh. Jetblock, into Down Smash, off Stage, da kommt die Frisbee und. Oh, er hat es versucht.
Oh mein Gott. Oh. Die Custom-Combo. Ey, das ist so crazy bei Beißel. Ich meine, selbst nachdem der Spike nicht so ganz funktioniert hat, dass er da einfach noch wirklich einen Kill-Abschluss gefunden hat. Alter, der spielt aber auch gerade insane. Ja, das ist, also was für ein Treasurement, ne? Da jetzt nochmal Luft zu holen und sich nochmal kurz zu sammeln, schwierig. Ja. Und wir haben gesehen, Beißel hat gegen Justin 2-0 verloren. Ich frage mich, ob das Fox wohl war oder Sephiroth. Ich schätze mal Sephiroth, aber wer weiß. Und ja, die Frage ist natürlich, falls Beißel das hier jetzt gewinnen sollte, wird er nochmal auf Justin treffen. Justice. Okay, schöner Tech-Chase hier mit dem Down-Smash. Zwei Stocks noch auf Ruben. Oh. Ah. Ja. Da weiß Ruben ganz genau, kann sich auch mal eine Auszeit nehmen und einfach Laser spammen. Manchmal ist das sehr smart. Und das muss man ganz genau wissen, auch mit Wolf. Sonst fehlt ihm einfach ein bisschen was auch. Ja, dafür kommen die einfach zu langsam raus, ne? In dieser Vorzeit. Wo du dann auch wirklich mal auf Angriff dann ein paar Prozente holen kannst bei deinem Gegner, ist Wolf sein Laser halt einfach für andere Situationen gedacht. So, schauen wir mal, was jetzt... Oh mein Gott. Da wollte Beißel einen ganz schnellen Stock machen. Oh. Mal schauen, ob Ruven hier den Stock einfach holen kann. Weil den jetzt hier... Ist gerade gute Voraussetzungen für ihn. Also wenn er wieder so eine Fair into Backer zum Beispiel bekommt, dann könnte das hier eine schnelle Nummer werden. Jetzt gerade wird Neutral gespielt. Bombardierend. Okay. Ja, also... Beißel rechnet, er deckt gerne den Jump, aber der kommt nicht. Sehr patient von Ruven. Oh, offstage. Oh, und er macht tatsächlich die Panic Side B. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Kann man mal machen, aber an sich ist halt, selbst wenn man nicht damit rechnet, eigentlich voll easy zu punishen. Ja. Ja, dafür ist der Landing Leg einfach zu doll. Ja. Aber das ist auch eine wüste Schießerei hier, ne? Zwischen Rufen und den Gunman. Ja. Jetzt ist es halt wieder even, ne? Also weiß nicht, ob sich das so komplett gelohnt hat. Ja, jetzt entscheidet sich, ne? Ob jetzt die nächsten Sets dann halt wieder mit even rausgehen oder Beiße sich dann im Endeffekt für das nächste Game dann ausruhen kann, in Anführungsstrichen. Ja. Und da sitzt die... Gun wieder, also ich meine, ja, das ist es. Gerade ist macht Beißel halt ganz, ganz wenig Damage, aber er macht Damage. Richtig. Oh, die Dash Attack! Schön, einfach drunter durch. Das war auf jeden Fall, kam gerade Klatsch. Hast du gesehen bei Beißel? Ja, ja, drunter durch, hat er gerade gesagt, bestimmt. 1-1 also. Ja, das war auf jeden Fall nice. Also die ganze Zeit super patient gewesen, auf dem Opening gewartet und das tatsächlich dann auch bekommen. Ja. Also, ich habe schon langsam dran gezweifelt, aber es kam dann doch. Also hat es sich auch gelohnt. Ja, und dieser ganze kleine Chip-Damage, den dann Beißel jetzt im Endeffekt gemacht hat, hat auch gezeigt, warum eigentlich da kein Player bei manchen Leuten immer nicht so gern gesehen ist. Weil du halt manchmal echt nicht weißt, wie machst du das denn jetzt eigentlich? Ja, genau. Also es ist auch... Es ist halt auch blöd zuzusehen, wie jemand keine Ahnung hat, wie er gegen Dakan spielt. Aber wenn jemand gegen Dakan spielen kann, dann siehst du, was einem fehlt, um gegen Dakan spielen zu können. So Micro-Movement eben. Also es war einfach gutes Spacing. Ja. Mit der Dash Attack unter der Dose durch oder was auch immer da gerade im Weg war. Tee. Und was ist mit Tee? Ist auch ein Tee? Nee, ich bin Kaffeetrinker. Oh, okay. Aber du, Max, kannst mir gerne mal die Tasse geben. Ich hätte gerne mal einen Schluck Wasser. Ja, wichtig. Das ist auch ein Gamechanger, dass wir das jetzt hier haben. Ey, das ist super. An alle Leute, die irgendwie Turniere veranstalten. Ihr müsst euren Leuten schon was zu trinken geben, ne? Das ist sonst nicht fair, wenn die irgendwie 6 Stunden lang die ganze Zeit nur am Reden sind und total dehydrated sind. Geht auch an die Leute draußen. Hydration. Genau. Ja, stay hydrated. Schon ein bisschen was trinken. Oh, das ging so schnell. Ich war noch gar nicht mit dem Wasser einschenken fertig. Ja. Halleluja. Okay, Rufen will es jetzt hier aber wirklich wissen. Ja, okay. Aber Beißel antwortet da auch schon. Er wehrt sich. Aber
Das war eben noch kein Kill. Das sind 77%, das ist gut. Er braucht aber einen Kill am Ende. Bei 77 ist das bei Duck Hunt noch nicht so leicht zu bekommen. Jetzt gerade macht Rufen das richtig gut, auch gerade an der Edge. Up Smash reicht auch noch nicht ganz. Aber allein, dass Beißel immer mit diesen Smashes durchkommt. Auch, also, ich wundere mich nicht, weil tut er auch bei mir. Also, wenn ich mal gegen ihn gespielt habe, auch wenn ich drauf achte, auch wenn ich 1000 Mal schon gegen Duck Hunt gespielt habe, er trifft halt trotzdem, ne? Weil man sich einfach ablenken lässt von irgendwelchen komischen Projektilen. Der Dose, oh, der nice. Frisbee, dem Gunman, also das sind das ist halt schon eine ganze Menge. Also auch gerade der Gunman, der einfach in hat er die Kombo gedroppt und direkt eine Backer bekommen. Okay, also es bleibt praktisch genau wie eben. Es wirkt auch so ein bisschen, als würde sich Rufen jetzt so bewusst gemacht haben, was für Options habe ich jetzt eigentlich in was für einer Situation? Ja, also genau. Er wirkt jetzt gerade nicht mehr so verloren wie in der ersten Runde. Und ich würde auch sagen, also das Matchup ist auf jeden Fall für Wolf. Man kann halt Wolf ein bisschen hier offstage cheesen und sowas, aber so grundsätzlich ist auf jeden Fall ein gutes Matchup für Wolf und er spielt das auch gerade so. Ja. Viele Leute, also so gegen Character Specialists wie Beißel, sind mit der Zeit einfach drüber. Also irgendwann figgert Beißel aus. Also du musst ja im Endeffekt trotzdem Beißels Game spielen, dadurch, dass da diese ganzen Projektile sind. Muss man immer. Also in den meisten Fällen. Außer du bist irgendwie Hero und hast Boing drauf. Ne? Also dann kann dir das alles komplett egal sein. Schön, okay. Also hier Rufen 2-1 jetzt in Führung. Und das sah deutlich besser aus als das zweite und erste Game. Ja. Also der kommt hier richtig rein langsam. Er findet in sein Game, das ist schön zu sehen. Das ist Improvement. Ja, ordentlich. Und das ist so wichtig in so einem Set, ne? Gerade Best of Five. Das kann sich in die Länge ziehen und da dann aber trotzdem, und wir haben es relativ spät jetzt schon mittlerweile, aber trotzdem die Konzentration zu haben, und den Schmalz im Hirn zu haben, zu merken, okay, alles klar, ich muss da jetzt irgendwie einen anderen Approach rangehen, umstrukturieren. Ey, ist auf jeden Fall eine Qualität, die man mitbringen muss. Auf jeden Fall, ja. Also da hat Beißel, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber dass er vorher dieses eine Game gezogen hat, also das Game, das Set zieht sich jetzt halt schon so ein bisschen in die Länge und da kann man schon einiges rausfinden. Wobei Rufen jetzt gerade wieder einen richtig guten Start hat. Oh, schön. Das war ein richtig guter Punish gerade. Ja, mit sowas struggle ich immer. Aus so Jabs rauskommen. Oh, und schon wieder ein Down Smash. Und die treffen jetzt hier aber in Dauerschleife. Und die hauen so rein. Das Timing an der Edge hat Rufen auch echt gut. Also Beißel neigt ja dazu, irgendwie so ein bisschen verfrüht schon abzuspringen. Also der wartet da nicht lange mit dem Jump und wird gut gecatcht langsam von Rufen. Ja. Ja, jetzt stellt man sich langsam die Frage, wer übt hier mehr Pressure auf den anderen aus, ne? Okay. Und der Upsmash. Boah, das Timing war ja auch richtig gut. Guck mal. Ja, das ist richtig Power Pressure. Kombos sitzen. Weißt du, macht sich selbst Prozente. Na, 38% also schon. Ja, im Moment hat das da nicht leicht. Auch wenn sich Ruben hin und wieder mal treffen lässt, solange er halt nicht stirbt, kann er immer noch weiter Damage machen. Und bald kann er auch wieder aggressiv gehen, also 58%, da kann er durchaus irgendwie mal ein Pferd bekommen und dann ein schönes String machen. Auch Max Rage gerade. Ja, das macht er sehr gut und sehr patient. Ich habe hier so viele Spieler, die irgendwie Secondary Wolf haben, ne? Echt? Ja, so viele. Auch SDN hat eine Zeit lang immer den Wolf ausgepackt und alles zerstört. Justin haben wir auch schon gesehen mit Wolf. Es sind einige. Also Fox auf jeden Fall gern, ne? Aber Wolf. Wolf ist auch grundsolide. Also ist echt ein guter Char. Aber muss halt schon ein bisschen committen auch. Also muss zumindest so das Bread and Butter
lernen und man muss schon auch wissen, was man machen darf und was nicht, weil man nur aggressiv mit Wolf spielt, ohne Laser, ist auch nicht so gut. Aber wenn man, ja, das war sehr gut. Da putzt du zwischendurch, habe ich ja richtig gehört, ne? Ja, da wollte ihn, das hat er echt sehr smart gemacht, einfach recovered, Tomahawk, also ich meine hier Beefy, Abby, sodass er sich nicht dran gehängt hat. Schöner F-Smash und okay, jetzt ist wieder even. Jetzt ist Make or Break für Beißel gerade. Der muss jetzt hier einmal komplett Buddha-Modus machen. Kennen wir auch von Beißel, also die Position hat er. Keine Reaktion. Der Bronze-Buddha. Aber Ruven zieht das sehr gut in die Länge gerade. Ja. Also wie gesagt, Beißel will gerade konzentriert zu Ende spielen und dann will er auch wirklich schnell spielen. Und da ist das nicht gewohnt, dass man gegen Duck Hunt auch mal campt und das die Geschwindigkeit aus dem Spiel nimmt. Weil dann, man kann sich eben nicht ewig konzentrieren. Ja, das geht einfach nicht. Und auf einmal sitzt du wie auf heißen Kohlen und du willst und du willst und du willst und du kannst nicht. Ja. Ne? Nee, das macht Ruven tatsächlich taktisch echt klug gerade. Okay. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade knapp. Und das war eine sehr wertvolle Dose gerade. Die hätte er bekommen müssen, weil ja so an der Edge sein gegen Wolf ist einfach eklig. Ja. Oh. Aber das war ein bisschen ballsy hier gerade mit dem Air Dodge auch. Und da ist wieder die Dose. Jetzt kann er wieder verschnaufen. Ja, nimmt sie weg, damit er die wieder rausholen kann und die ungedamaged ist. Ja, und die näher. Das hat er clever gemacht. Oh, Reflektor. Haben wir kaum gesehen, dieses Set. Oh mein Gott, die näher. Irgendwann killt sie halt auch. Oh, das ist jetzt gerade aber wirklich... Das ist noch nicht mal... Oh mein Gott. Okay, da ist die Dose wieder, aber er hat da so ein bisschen gefumbled. Ja. Ein bisschen Zeit verloren und... Jetzt geht er da raus. Backthrow killt weg noch nicht. Weg von der Dose. Dose ist weg, also kann er sie wiederholen. Und jetzt kommst du auf den Edge Gun an oder kommt Beißel wieder rauf? Okay. Oh, er geht nochmal patient offstage. Aber hat natürlich auch Disadvantage dadurch. Er bleibt jetzt offstage. Okay, er kommt keine Rolle rein oder sowas. Er bleibt patient. Er will keine Dash Attack bekommen. Ja, man sieht. Oh mein Gott. Die Dose. Die hat ihn gekillt. Oh. 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 Ist es der Dose? Das war ein Down Tilt. Was? Und. Nein. Und. Okay, keine näher trifft. Da ist die Dose. Oh mein Gott. Die Dose chillt. Die Dose macht nichts mehr. Okay, da ist die Dose wieder. Okay. Oh mein Gott. Und sie machen wird das hier Game langsamer. Nummer 4 geben? 5. Oh. Die Dose ist vorbei. Oh. Oh. Jetzt reicht halt alles für Rufen, ne? Eine näher killt auf. Backthrow. Oh. Oh, oh, oh. Oh, und da hat er die Sidebeam nicht gepunished. Und das killt. Ruven gewinnt 3-1. Yo! Er macht den Sack zu. Was passiert hier? Das war ja sowas. Oh. Direkt mal verschluckt. Ja, ey, das war ja so eine krasse Nummer. Oh.